Servus Freunde, herzlich willkommen hier aus unserem kleinen Motorhome bzw. aus dem Technikroom des Sauber F1 Teams. Heute hier zum großen Preis von Bahrain. Zum Rennen immer noch mit 105er Schwierigkeitsstufe, ist dementsprechend für mich zu hoch, aber wir werden das Rennen trotzdem bestreiten und danach die Schwierigkeit runterstellen für den nächsten Grand Prix, der bereits morgen stattfinden wird. Um 10 Uhr das Quali, 14 Uhr das Rennen, so der Plan. Und ja, wir werden heute hier eben in das Rennen reinstarten und dementsprechend machen wir gleich mal auf. Wir haben auch eine Nachricht erhalten und zwar von Jeff. Die Mechaniker haben soweit alles getan, was in ihrer Macht steht. Jetzt liegt es an dir, die Reifen abzufahren und gutes Ergebnis nach Hause zu bringen. Jeff, PS, ich mache dir einen Vorschlag. Überrunde das Feld, dann spendiere ich dir eine Pizza, okay? Ja, du bist mir einer, da kriege ich ja nie eine Pizza von dir. Zumindest nicht bei dem Schwierigkeitsgrad. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt dann gleich mal die Startaufstellung an, denn die ist natürlich was ganz Spezielles. Und ja, dementsprechend schauen wir gleich mal. Es ist nämlich so, dass wir wieder ganz hinten stehen. Unser Teamkollege auf Rang 13, aber wie sieht es mal an sich aus? Hamilton auf der Pole vor Sebastian Vettel auf der 2. Auf der 3 Kimi Räikkönen, 4. Bottas. Dann auf der 5 steht Ricciardo vor Max Verstappen, Red Bull Reihe. Dann 7 Magnussen, 8 Hülkenberg, 9 Sainz, 10 Alonso, 11 Grosjean, 12 Perez, 13 Gasly, 14 Van Dorn, 15 Ocon, 16 Hartley, 17 Stroll, 18 Sirotkin, 19 Wir und auf 20 Charles Leclerc wegen Strafe. Gut, das ist natürlich jetzt eine bittere Angelegenheit. Keep your eyes open on the run to turn one and keep it clean. We want to come out in one piece. Good luck. Britmäßig haben wir für 17 Runden mit. Das Rennen geht 14 Runden, oder was? Nehmen wir natürlich weniger Sprit mit, wenn das Rennen nur 14 Runden geht. Dann nehmen wir für 15 Runden Sprit mit und fertig. Brauchen wir nicht so viel. Ich weiß jetzt so beim Start noch nicht, was ist die optimale Drehzahl. Jetzt bin ich schon gespannt hier. Bin auch gespannt, wann wir die ersten Entwicklungsteile bekommen. Nach dem nächsten Training dürfte ich normalerweise genügend Punkte zusammen haben, um auch hier den Luftwiderstand beim Frontflügel und so zu verringern. Und so unser Auto ein bisschen weiter in Richtung Mittelfeld zu kriegen. Einfach performance-technisch zu steigern. Was Abtrieb angeht, sind wir aktuell immer noch die schnellsten mit dem die längsamsten mit dem Sauber. Da müssen wir schauen, dass wir noch zulegen. Aber ja, ich werde am Start versuchen, Charles nicht allzu sehr aufzuhalten. Der soll nach vorne durchflügen. Ja, er hat das Können, die Macht da vorne auch, oder ein Stückchen weiter vorne auch was mitzureden. Sicher geil finde ich irgendwie so die Kamerabewegung, dass auch ein bisschen in den Kurvenscheitel reingeschaut wird. Und man schaut, die Kamera bewegt sich immer so ein bisschen. Das ist ja realistisch, auch vom Kopf her. Und das Reinschauen, das bringt einen schon auch was. Also die Cockpit-Kamera hat auch seine Vorteile. Zweikampffahren ist halt ein bisschen blöd, weil der Spiegel so weit außen ist. Da sieht man halt gar nichts. Da ist wirklich nur noch zu zierte da, weil sie da sein müssen. Aber an sich Nutzen haben die Dinger nicht mehr. Wäre das Halo da, würde ich da vorne jetzt den Sirotkin haben und das alles, würde ich wahrscheinlich nicht lesen können. Ich hoffe auch, dass dieses Mal bei den Thumbnails hier die Strebe angezeigt wird. Das ist, glaube ich, noch ein grafischer Bug. Wie gesagt, das Spiel ist halt gerade erst erschienen. Der Day One Badge ist ja auch in dem Sinne noch nicht drauf. Bei mir ist ja hier ein verfrühter Zugang. Danke an dieser Stelle nochmal an Codemasters, dass ich das Ganze vorab bekomme. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier zurechtkommen. Wie gesagt, Stufe 105 ist für mich persönlich zu hoch. Gleich mal den Start ordentlich versemmelt hier.
Außen gegen Brandon Hartley. Da sind wir durch. Wie gesagt, ich will meinen Teamkollegen hier nicht aufhalten. Er ist der einzige von uns beiden, der realistisch gesehen auch in die Punkte fahren kann. Weil wir wissen, dass er uns auf die Runde circa eine Sekunde fehlen wird wieder. Auf die langsamsten. Und deswegen reihe ich mich auch nicht gleich hinten an, sondern versuche mein Bestes. Und das ERS-Management ist ein schwieriges, wenn man da so schaut, wie oft das der das umstellt. Da ist Gasly jetzt innen auch noch bei Van Dorn durchgeschlüpft. Aktuell kriege ich die Bremspunkte nicht hin. Sieht man einfach schon mal, wie die Bremsen, dass die KI da ja doch ein anderes Kapazunder ist. Das ist schon Dave-Niveau hier. Da kann ich eigentlich nicht mithalten. Brauche ich nicht. Ziele haben sie uns nämlich fürs Rennen eigentlich an sich keine genannt. Gut rausbeschleunigen, schauen, dass die nicht im DRS-Fenster sind. Das bildet sich aber wirklich überhaupt keine Spiegel. Ich muss mich halt so ein bisschen auf die Pfeile verlassen. Ich will einfach so einen Windschatten hier ausmachen. Sieht schon aktuell nicht schlecht aus hier für die Runde.
was aktuell das Delta unten alles angeht. Wenn wir das so halten könnten, das wäre natürlich geil. Die Donau liegt halt in dem Fall wirklich auf Halten. Zieht er mir einfach die Tür zu. Machen wir den zukünftigen Force India Piloten hinter uns. Oder wie das Ding dann heißen wird. Das ist ja die Investmentgruppe von Lawrence Stroll, die das, die dann den Rennstall gekauft haben. Geht's für den ersten an die Box? Immerhin passend gedreht. Hier bleibst du über, Kollege. Boxenstopp. Didn't catch that. Say again. Boxenstopp. Boxenstopp. Okay, we can take you this lap. Someone's come up ahead of you. There's a yellow flag ahead. Okay, Gasly musste abstellen, das heißt, wir haben schon mal einen Fix P19. Und wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad, der muss runter, das ist einfach zu hoch, das geht nicht. Ich sehe die Ampel nicht! Wieso ist die Ampel so hoch? Ich sehe die nicht!
Ach ja, Brandon, wir haben es nicht leicht in unseren Teams. So. Haben wir Rennerzeit hinter uns? Ich wollte gerade ausscheren, Mist. Gut ist, kann man gut mit der S oder mit Windschatten zurückkämpfen. Gut, so geht es natürlich auch, dass er sich aus dem Weg räumt. Roll aktuell 8,6 Sekunden voraus. Ja, der fährt uns auch wieder davon. Das ist halt nicht realistisch, da ist einfach die KI-Schwierigkeit zu hoch eingestellt. Für mein Können. Da müssen wir auf jeden Fall mal noch nachdollern. Das kann vielleicht noch 2-3 Rennen dauern, bis dass wir da die passende KI-Schwierigkeit gefunden haben, aber ich verspreche euch, wir suchen sie. Allein was die beim Anbremsen rausholen, das ist echt abartig. Die können alle deutlich schneller an sich. Und ich schaue, der klebt schon wieder hinten dran. Komm.
Muss ich schauen, dass ich hier irgendwie den Windschatten abgreifen kann von Sirotkin. Dass ich wieder dran komme. Alter, das ist komplett anderes Fahrfeeling, als wie wenn man hier aus der TV-Cam fährt. Viel geiler, Leute. Es macht echt viel mehr Laune. Es geht bei uns ja zwar nicht um Punkte, aber wir fahren trotzdem einen richtig geilen Fight. Drei Runden muss ich ihn noch hinter mir halten jetzt. Oder dreieinhalb, sagen wir mal. What? Kollege! Das ist eine Kurve, wo man nicht überholt. Weißt du das noch nicht? Also du fährst das erste Mal wahrscheinlich hier in der Formel 1. Gut, ich auch. Offiziell. Inoffiziell ja nicht. Da sind wir wieder durchgeschlüpft. Immerhin ein geiler Kampf hier. Auch wenn er viel Zeit kostet und hinten Hartley immer mehr aufholt. Es darf nur für die letzte Runde nicht passieren, dass er hier durchgeht. Da sind wir schneller rausgekommen als Sirotkin. Der junge Russe klebt mir echt an den Fersen. Warum kann ich jetzt schon die letzte Runde sein? Gott!
this is your final lap, final lap of the race. Und dann wäre Sirotkin jetzt sogar das Sieger des Duells hier gewesen. Das ist schon bitter, wenn du bei 25% Renndauer fast vom Sieger überrundet wirst. Wow! Idiota! Mal hier auf Fett schalten. Top job, my friend, top job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you pulled through. Thank you. Haben wir noch P17 geholt. Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. So, ich bin schon aufs Zapfchen gespannt. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Ja, schöner Pokal hier. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Lewis Hamilton übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Meiner Meinung nach muss das heute der Sauberpilot sein. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sind 17. schlussendlich geworden. Konnte auch Brad Hartley und Sergio Sirotkin, der uns ja nochmal abgeräumt hat, zu guter Letzt hinter uns halten. Ich bin soweit froh, endlich mal keine Ausfälle nur hinter mir, sondern auch zwei tatsächliche Fahrer. Das ist auf jeden Fall ermunternd. Zwar ist der Abstand zum Teamkollegen enorm, aber gut, wir müssen das wie gesagt umstellen, dann kriegen wir das auch wieder hin. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich zu den Interviews wieder. Da haben wir schon wieder ein Sympathie beim Sauberteam verloren, das ist gar nicht gut. Anfänger, Veteran. So, Arbeitsplatz. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter aufs nächste Rennwochenende, dann nehmen wir nämlich noch hier das Einstellen mit, ansonsten vergessen wir das wieder. So, Präferenz. Renneinstellung, da haben wir es. Gehen wir mal auf 85 zurück. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Wenn es dir gefallen hat, lass doch ein Däumchen und ein Abo da. Morgen geht's weiter hier mit dem... Die neuen Teile sind aus der Fabrik angeliefert worden. In der nächsten Session sind sie am Auto. Geil, wir haben neue Teile gekriegt. Demnach wird's geil in China. Schaltet morgen 10 Uhr wieder ein zum Qualifying. Ich bin jetzt raus. Bis dorthin. Ciao, Leute.